Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein sehr großer Fan bin von der Elder Scrolls Serie, die ja serientypisch ein Einzelspielererlebnis ist, und zwar ein pures Einzelspielererlebnis. Dementsprechend war ich schon ein bisschen zwiegespalten, als ich gehört habe, dass es da ein MMO dazu geben wird, und hatte da auch schlimme Befürchtungen, gerade weil das Star Wars, das letzte MMO, auch nicht so der Burner war und WoW immer noch ein richtiges Brett ist, das halt sehr viele Spieler nach wie vor begeistert, und da muss man als Konkurrenz schon was bieten, damit die Leute abwandern. Aber ich muss sagen, es hat mir eigentlich doch ganz gut gefallen, obwohl ich jetzt echt nicht so der MMO-Supercrack bin und Superfan. Aber ich fand es auf jeden Fall schon mal gut, dass man die ganzen bekannten Rassen hat. Also Agonia haben wir da gesehen und Khajiit, Dunkelelfen gibt's, Waldelfen. Elder Scrolls Online wird 1000 Jahre spielen vor der gewohnten Elder Scrolls-Zeit. Wer sich jetzt fragt, werden da die Dwemer auftauchen? Nein, die werden nicht auftauchen, weil es ist noch länger her, was ich ein bisschen schade finde, weil die hätte ich doch gerne mal endlich in einem Spiel gesehen. Aber gut. Elder Scrolls ist kein grinding-lastiges MMO, sondern es setzt wirklich eher auf die Entdeckerfreude und auf das Sammeln von einzigartigen Items. Also man geht jetzt nicht hin und erschlägt irgendwie 200, was weiß ich, Schafe, um dann zu irgendeinem Typen zu gehen, um ihm die Felle zu geben, sondern man hat jetzt auch bei vielen Quests die Möglichkeit zu lügen. Also wenn einem jemand was von einem will, irgendein Item, das man gefunden hat, kann man den auch anlügen und sagen, nee, das habe ich nicht, und dann behält man es einfach. Das finde ich ganz cool. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars ja, wo es auch die Hell-Dunkel-Entscheidungen gab. Aber hier finde ich es halt noch ein bisschen interessanter, weil man dann nicht gleich in so eine Schublade gesteckt wird. Ich bin jetzt der Böse, weil ich den Typ angelogen habe, sondern das ist dann ein bisschen mehr im grauen Bereich. Die Kämpfe sind ja ähnlich wie in den normalen Singleplayer-Spielen. Das sagt aber auch, dass die Animationen noch ein bisschen steif sind. Von den Schauplätzen her finde ich es ganz cool. Also Tamriel ist auch ein echt cooles Land, und die Lore ist ja auch sehr interessant bei Elder Scrolls. Also es hat mich ein bisschen besänftigt jetzt, was ich so von dem Spiel mitgekriegt habe. Trotzdem bin ich skeptisch, ob das denn auch auf lange Sicht zu begeistern vermag. Ich wünsche es ihm natürlich einen großen Erfolg, aber man wird es noch ein bisschen abwarten müssen. Ich bin dann gespannt, wenn es richtig anfängt, weil dann werde ich mich da schon mal reinhängen. Aber ich bin auf jeden Fall etwas besänftigt, wie ich schon gesagt habe, und hoffe mal, das wird doch ein richtig rundes, cooles Elder Scrolls MMO, wie es der Serie würdig ist.